Hier, hallo, hier bei Gronkh TV. Heute wieder mit guten Sachen, die Freude machen. Pass auf, ich probiere mal ganz kurz eben, ich starte schon mal die Demo an, nur falls ich sie konfigurieren muss. Ja. Kevin, ich habe heute kein Glück, was ist los? Kevin, warum tust du diese Dinge, die du tust? Kevin, sag doch mal. Entschuldigung. Kevin, mach das nicht. Kevin, wir waren doch Freunde. Ich dachte, Entschuldigung. Na gut. Oh, du musst den Kopf nicht hängen lassen, Kevin. Das Leben bietet dir noch so viel mehr. Ja, genau. Also es ist jetzt ein bisschen günstiger, als es später sein wird natürlich. Wir sind im Early Access, das heißt, das Spiel ist noch nicht komplett fertig. Gerade contentmäßig fehlt da noch einiges. Aber wir haben versucht, auch vom Gameplay her schon relativ weit zu sein, auch von den Animationen und von den Graphics her. Und ihr werdet sehen, jetzt aber gleich, das, ja, das was Beste, wir schon das haben. Das Beste ist aber eigentlich, wenn ihr schreibt, Hashtag Saraza ist der Beste, kriegt ihr das Spiel nicht günstiger. Nice. So, jedenfalls, diese aber Witze habe ich ja vermisst. Mit E steige ich jetzt ein. Ich habe. Boah, geil! Spatium, starten den Motor. Guck mal bei Kontrolle. Mit Spatium starte ich den Motor. Was ist denn Spatium? Was ist denn Spatium? Ich bin Ida, also wir sind Ida. Du bist auch Ida, ob du willst oder nicht. Du hier, Ida. Verstehst du? Man kann die Größe nicht verstellen übrigens. So. Tobi ist eine ekelhafte Frau. Das war nicht ich war schlecht. In ihr, ich weiß es ganz genau. Okay, was? Was? Bitte was? Hör mal, das wüsste ich aber. Nächste Woche geht's nach London, auch in den M&M-Store. Lass einen für mich mitstehen. Ich rufe alle dazu auf, die in den M&M-Store in London fahren, einfach mal zu furzen. Das wird die Furz-Pilgerstätte einfach. Es ist, ach ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so steht. Wir haben bei Google Maps mal geguckt, weil wir haben einen Tipp bekommen. Bei Google Maps ist M&M World markiert irgendwie als hier hat Gronkh gefurzt. Ohne Scheiß, also ohne Scheiß im doppelten Sinne natürlich. Steht auf Google Maps, hier hat Gronkh gefurzt. Bei M&M in Laden, Alter. Ich habe so gelacht, das war einfach ein Traum. Meiner tiefer? Nein. Doch. Nein, bitte nicht. Doch, dann mache ich größer, tiefer. So, nein, Action, Spannung, PvP kriegst du hier leider nicht auf dem Channel. Dieser Channel ist total langweilig. Nein, doch. Unser kleiner LSD-Hase. Ich nenne ihn Trippi. Trippi, der LSD-Hase. Hallo Kinder, ich bin's, Trippi, der LSD-Hase. Na, wollt ihr auch was einschmeißen? Oh, ich bin so gut drauf. Mal gucken, was passiert. Nichts.
Yeah. Okay. Not? I just clicked it. What happened? Now you gotta say go. We have to config, right? No, you don't have to change it. You can if you want. You can see what cards are in here. This looks like Microsoft Excel. Okay. Ich sehe nichts, was unter meinem Bauch stattfindet. Sieht man da was? Wo ist die Tastatur? Hab meinen Penis verloren. Reparatur, Treibstoff, Tiere. Verkauf älteste Kuh. Wer ist die älteste Kuh? Wer ist hier die älteste Kuh? Ich glaube, der Curry zieht sich zu Hause nämlich Krankenschwesterklamotten an und übt heimlich immer. Ja, klar. Boah, das war früher immer sein Traum, Krankenschwester zu werden. Durch meine Wände. Seitdem haben die Doris jetzt auch nur noch Papierwände. Weil er sonst immer gegengeklatscht ist. Mama, es funktioniert nicht. Eine Fischerei. So, er sägt erstmal ihren Bein ab, das ist ganz gut. Er ist halt schon Arsch, muss ich sagen. Kommt erst zu spät und fängt an, sie in Teile zu zersägen. Anders kriegt er wahrscheinlich keine Frau ab. Ja, Trippi, der LSD-Hase, hat einen Pilzwald gefunden. Ich könnte jetzt hier so... Mein Mund, ist so voll. Das kann aber nicht mal monetarisiert werden jetzt auf YouTube. Ja, scheiße, nee, das stimmt. Richtlinien. Nicht nach den neuen Richtlinien. Nach den alten wäre das gegangen. Aber nach natürlich, nach den alten ging alles, außer Nippel. Ja, ganz kurz. Ich muss hier zwischen diesen alten Pilzen mal durch. So. Oh, das hat dein Vater damals auch bei deiner Mutter gesagt. Also mich selbst kann ich echt gut ausschneiden, weil ich bestehe quasi echt nur aus einem Oval. Warum lachst du? Wie unverschämt ist das denn? Weißt du? So, zack. Gut. Ich sehe echt, ich hab, mein Kopf hat die original die Form einer Kaffeebohne. Das sieht echt aus wie eine Kaffeebohne. Oder ein Schuhabdruck. Das sieht aus wie eine Schuhsohle. Ich mach mir, jetzt muss ich mir Gedanken machen. Ich war nicht immer Bauer, doch ein leichter Regenschauer versetzte mich in Trauer, als ich dich sah. Der Weizen steht im Roggen, beim Kacken muss ich hoggen und drücken kräftig, als ich dich sah. Ach so, Curry ist übrigens immer noch nicht da. Curry ist übrigens immer noch nicht da. Nee, der Curry ist. Sonst hätten wir die Runde ja schon gewonnen. Wer ist Curry? Das war der eine Typ, mit dem wir mal gespielt haben. Den Scheiße. Der Blonde, der aussieht wie Thomas Gottschalk als Kind. Der sich bei Playmissive da eingekauft hat, der Geld bezahlt hat, damit er mitspielen darf. Entschuldigung. Ich bin gleich bei dir, Tobi. So. Ich kann das Schaf nicht umbringen. Ich will diese Mütze, aber ich kann es nicht umbringen, weil es so süß aussieht. Oh, wie süß. Die ist so süß. Wieso ist das denn so süß? Alter, hör auf, so süß zu sein. Ich bin männlicher Mann. Ich darf das nicht süß finden, aber der ist so putzig. Ich halt mein... Geh mal hier. Geh mal näher an mich. Genau. Komm hier, ein bisschen Fanfiction. Alter, so, warte. Oh, nee, warte. So. Alter, schön. Aber wenn wir dafür schön, keinen Strike kriegen, weiß ich auch weiß nicht. Das gehört zum Healen dazu, da kann ich Alter, nicht... Alter, Erik, yeah, wir haben's überlebt. What do we do? Well, let's hit him in the face. Okay, first, hit him in the face. Kill with der Trockenhaut. And then... And can I say sorry? Wie bedauerlich. And then... Wo in Kiel hast du gewohnt? Garden Ost, genau gegenüber vom Sozialamt. In Assi-Viertel, da wo ich hingehöre. Mirocho, vielen Dank. Garden Ost, das war glaube ich das Türkenviertel. Ich weiß nicht, ob es das heute noch ist. Und es war großartig. Es war echt großartig. Abgesehen davon, gegenüber war das Sozialamt und da war so eine Bank und da saßen immer die Besoffenen im Sommer und haben dann immer Ole, 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 Ole gerufen. Jeden Abend, jahrelang, immer im Sommer, wie so Zugvögel, kamen die da hin und saßen da und dann immer im Sommer Ole, 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 Ole. Das war schön. Gianna und Jalia, Fischer und Baumeister. Ich hoffe, das sind zwei Frauen. Oh Mann, das sind zwei Frauen.
ich brauch Nachwuchs. Also hör mal, ich bin ja nicht gegen so eine Lesben-WG, ja? Also ich bin der Erste, der auf Mathe steht mit der Videokamera. Nein, war ein Witz, werte Damen. Ich meine natürlich, ich habe nichts gegen sowas hier, also gegen Lesbenbeziehungen habe ich hier überhaupt nichts, ja? Aber wir brauchen echt Nachwuchs. Wir brauchen echt Nachwuchs und das Problem ist, wenn man zwei Pflaumen aneinander reibt, dann fällt da kein Kind raus. Das ist das Problem, was wir hier momentan aktuell haben. Wie gruselig war das denn jetzt gerade? Was denn? Ich dachte, da steht der Tobi, aber das war einfach vom Schrottplatz hier so ein... Ja, das so kann man leicht verwechseln. Das war super gruselig. Ah, ich mag die Kürze, wie der mich hat. Schön. Freispiel, Lehrbücher, Spiel eintreten. Ich mag das einfach. Spiel eintreten finde ich gut. Spieleinstellungen. Mausfeinstellung. Die Ansprechgeschwindigkeit der Maus. Warte. Maus. So. Ansprechgeschwindigkeit ist gut. Boah, geil, Pilz, wir sterben halt instant. Wir sterben The Dying instant. Of Saraza. No. No. Wir springen dann einfach, Alter. No. Das kann doch nicht sein. Nein! Mach's gut. Wo ist eigentlich Donald? Ich bin mega beeindruckt. Ich möchte die Facecam dazu sehen. Ich muss mir die Folge angucken. Beim Curry. Aber mit Adblocker, bitte. Und beim Tobi. Das ist so schön. Ja, echt, das ist so schön. Bei dir alles blocken müsste, ne? Ein Träumchen. Und es ist ein richtig herrlicher, sonniger Tag, an dem wir hier diesen wunderschönen Strand zubauen, mit dem wir hätten Touristen natürlich en masse anlocken können nach Stuckenborstel, aber Stuckenborstel hat seine Strände zugeschüttet, um da überall natürlich Sachen anzubauen. Die haben sich gedacht, nee, Tourismus-Scheiße wollen wir nicht, wir wollen Agrarökonomen sein. So war das damals. Später hat man noch das Meer zugeschüttet und Gifhorn gegründet. So, mit Vivian hast du Vollbart bekommen, ich kam schon so raus. Das ist quasi, ich habe einfach die Schambehaarung mitgenommen bei der Geburt. Entschuldigung. Im Lager bei den Blumen, da stand ich lange da. Und plötzlich, wie beim Humus, da wurde es mir dann klar. Ich brauche rote Pflanzen, doch wo krieg ich die her? Vielleicht mache ich mit Blumen ja mal Geschlechtsverkehr. Wieso reime ich irgendwann... Jeder Reim geht irgendwann auf Geschlechtsverkehr. Ich weiß nicht warum. Was ist da los? Und ja. Du kannst kein Mais verdauen, du Blödmann. Hä? Wieso? Hä? Seit wann kann ich auch nicht. Hä? Erstens, woher willst du das wissen? Hast du meine Kacke untersucht? Weil ich jedes Mal, ich muss doch gucken, dass du auch gesund bleibst. Mensch. Woran machst du das fest? Okay, ich zieh weg. Ciao. Ich komme dann immer mit meinen Kissen. Ich bin dann hier mal. Ciao. Alter, das Klo bei euch da, ne? Kacklabor einfach. Das Klo geht nicht in die Kanalisation, das hat nochmal so ein Y-Stecker, der geht zur Hand. Das ist eine Glasröhre einfach, wo das einfach. Das so Brot. Oh, es ist wieder soweit. Einmal den Teststreifen, bitte. Also, ist die auch schön schmierfest? Möchtest du jetzt mal erklären? Hase, ich glaube, du kriegst einen Schnupfen. Oh, Entschuldigung. Mann, guck mal, das sieht aus wie offene Beine. Schön. Ich gehe mal über den Schambereich. Guck mal, wir haben zwei tolle, glänzende, nackte Popos, die wir dir entgegenhalten. Alter, wie pervers. Das macht der auch mittwochs immer auf dem Spielplatz. Bitte was? Oh, cool. Ich habe eine Frage. Wo schläft die Tochter genau? Hier ist das Ehebett der Eheleute. Wo genau schläft die Tochter? Nur, ich frage nur aus Interesse. So, bitte keine scheiß Musik. Yeah! Boah, ich muss husten. Ich fahr mit meinem Tracker auf der A210. Ich fahr so schnell, das hat man noch nie gesehen. Ich suche Weizen, dafür würde ich auch die Beine spreizen. Oh yeah. Und ich fahr mal hier drauf. Und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Ich bin der König
von der Felder. Ich bin der König auch von der Wälder. So, drücke Eingabetaste, um zum Silo-Menü zu gehen. Getreide, Kartoffel, Kippen anfangen. Was heißt ein Kippen anfangen? Okay. Der spritzt hier mit seinem ganzen Zeug rum. Hä? Was ist das denn für eine perverse Folge, ihr alten Säue? Ich weiß auch nicht, was der Curry da schon macht. Was denn, was denn? Ihn will er gerade hier erwischen. Ja, ist echt so. Was? Was, was? Oh, wir sind da uns. Was machen die? Machen komische. In der Ecke. In der Ecke hängt sie da, Alter. Oh, ich will auch mitmachen. Oh, Tobi, oh. Tobi, hier, nimm meinen Mund. Ja, oh. Oh. Tobi, hier, mein Finger. Also ich mache mir langsam bei dem Curry, also Sorgen, ne? Denn das ist ja etwas völlig Natürliches. Hier, komm, Alter, erstmal schön. Boah, ja, nochmal schnüffeln. Erstmal einen fetten Hodenschnuff nehmen, Alter. Ich mach von hinten. Oh. Warte. Ist voll in den Tobi verliebt. Oh, ist so süß. Warte mal, bleib mal stehen. Warte mal. Hä? Das wollte ich gar nicht. Ich hab die reingeschlagen. Schweine. Scheiße. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte noch ein bisschen. Ich wollte noch ein bisschen deuten. Jo, ich komm mal rum, wa? Rumpi, alte Kanüle, komm mal auf die Beine, wa? So. Jetzt habe ich es nämlich auf 32 Millisekunden gemacht. Es waren vorher 16 Millisekunden. Ich habe dann 0 gemacht. Und dann, ja, ich hoffe, jetzt funktioniert's. Bei mir voll synchron. Ich muss die Aufnahmen nämlich immer 16 Millisekunden verschieben, die Sprache, damit sie zur Webcam passt. Ich hoffe, jetzt klappt alles einigermaßen. Klatsch einfach mal in die Cam. Müsste einigermaßen hinkommen. Rutsch mal rüber, wir müssen Einwohner produzieren. So, Oh, wie romantisch. Kannst auch eine Kerze mal anzünden, wenn du es sagst. Oh, du hast eine Kerze angezündet. Müssen wir wieder Einwohner produzieren? Ja, ja, genau darum geht's. Der Tobi hat ja so eine, hat so einen roten Fleck auf seiner Hose. Seht ihr das? Ich dachte, ja. Wir reden ja gerade die ganze Zeit über RL. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Da saß eine Ische drauf, die menstruiert hat. Was ist denn los mit dir? Ah, nein, ich hab. Wie hieß denn der Film? Wo war das denn? Welcher Film mit Menstruationsblut? Was ist denn los? wie hieß der denn hier? Wie hieß der? Ah! Ich brauche mal zu viel Anime. Blutscheide 2. Wie hieß der Film? Der Zyklus. Was denn? Ich bin müde. Wie hieß denn McLovin, der Film? Wie hieß der nochmal da? Superbad. Der Vorschlag wäre, der Erik hört das mal auf zu furzen mit dem Mund. Und benimmt dich mal. So. So ein trauriger patzig? Furz. Mach mal einen fröhlichen. mach mal einen schmerzhaften heißen Schleicher. Boah. mach mal den Unterdrücken, der nach langer Zeit raus kann. Mach mal den Spicy Chicken. Und dann nimmt das jemand schon auf. Ja, zufällig.
Warte, was kann man denn noch machen? Du stehst vorne am Altar, bist gerade hier das Ja-Wort am Sagen und musst einen in die Welt setzen. Das darf aber keiner hören und keiner merken. Okay, jetzt noch einer. Nach einer durchzechten Biernacht. Boah, Komm, so ein bisschen Bierschiss. Mit ja. Ein bisschen feucht flatuliert. Kibbeling in the Kimber. Mach mal fertig. Goldbrauner Schiss. Oh. Einer muss drücken. Curry. Der goldbraune Schiss.